Hallo Freunde, hallo Kollegen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Endlich habe ich Zeit gefunden für die neuesten LoRa-Module von Firma Reax. Ich wollte noch ganz kurz zu LoRa-Technologie was sagen, aber ganz kurz. LoRa. Was heißt LoRa? LoRa-Technologie heißt minimale. Lo steht für minimale Stromaufnahme. Ra steht für maximale Funkleistung, maximale Radius. Wie das gewährleistet ist, kann ich jetzt nicht sagen. Das Einzige kann ich sagen, die Übertragung von einem Datenpaket mit LoRa-Technologie könnte bis zu 5 Minuten dauern. Dafür ist aber die Senderleistung wirklich stark. Verstehen Sie ungefähr, wo man so eine Technologie einsetzen kann? Ja, jetzt zu den Modulen, die ich jetzt hier habe. Vorab sage ich, das sind einer der besten Modulen, die von Firma Reax mir geliefert wurde. SX1266 Modul, das wahrscheinlich gehört das zum Firma Symtech. Firma Reax hat in den Modulen hier selbst Kommunikation über AT-Kommanden erfunden, sozusagen, entwickelt. Was heißt das über die AT-Kommanden? Das heißt, dass die Module hier wie Telefonmodem untereinander kommunizieren. Man kann zum Beispiel im COM-Port-Interface, man kann den Modul an sich direkt am Computer anschließen. Über COM-Port kann man die AT-Kommanden schreiben. Und der Modul wird über die AT-Kommanden mit dem schon kommunizieren. Man braucht kein Arduino dazu oder sonst noch was. Für die Anfänger ist die Module ideal, finde ich. Ja. Jetzt zu dem Modul selbst wollte ich noch ganz kurz was sagen. Wir sehen hier, es gibt auch ein STM32 drauf. Über die Anschlüsse kann man wahrscheinlich STM32 programmieren. STM32 ist dafür da, damit man kann komplett den Strom ausschalten an dem LoRa-Modul selbst hier. Und dadurch kann man sehr viel Energie sparen. Man kann auch Funkmodulation, also Funkkommunikation zwischen den Modulen über STM32 verschlüsseln. Wie das funktioniert, zeige ich euch später. Es ist, man muss ja die Datasheets von Reax anschauen. Drehen wir es mal rum. Hier sehen wir so einen Antennenanschluss. Der Anschluss ist ungefähr so einer. Ich habe hier SP32. Man kann so ein Ding hier einlöten. Dann sehen wir Anschlüsse für die SMD-LEDs und für die Widerstände. Wenn Signal übertragen wird oder empfangen wird, dann blinken die LEDs hier. Ich habe ja gesagt, dass die Module über UART-Interface kommunizieren. Hier sehen wir TX, RX und die Stromanschlüsse Minus, GND und VDD für 5 oder 3 Volt. Ich würde aber nicht 5 Volt anschließen. Ich würde den Modul mit 3 Volt betreiben. Ich wollte noch zeigen, was kosten solche Module, ganz kurz. Solche Module kosten normalerweise, also mit so einem Chipsatz SX1276 kosten ungefähr 15 Dollar, 13, 14 Euro. 1276, das ist 868 MHz Modul. Frequenzen sind 915, aber man kann es auf 868 MHz programmieren. Es gibt auch solche Module, die mit 433 MHz untereinander kommunizieren. Ich habe jetzt hier 868 MHz. So, jetzt zu dem Datasheet. Jetzt zu den Datasheets. Das wichtig ist, dass man sich selber das alles anschaut. Ich kann euch nur zeigen, wo man das Info holt. Man muss es genauer nochmal anschauen. Gehen wir auf LoRa, Search. Und dann werden die Module nochmal gezeigt.
Wie ich schon erwähnt habe, es gibt ja unterschiedliche Module. Es gibt solche Ausführungen und solche Ausführungen. Das ist das, was ich jetzt gerade habe. 868er. Es gibt auch 433er Module. Gehen wir da rein. Das ist jetzt das, was ich habe. Spezifikation, das, was ich schon mal erzählt habe. 3,3 Volt, 15 Dezibel Funkleistung, Frequenzbereich. Wir brauchen nur das hier. Reichweite 4,5 Kilometer Standard. 15 Kilometer, wenn man ideale Bedingungen hat. Stromaufnahme im Sleep-Modus 0,5 Mikroampere. Alles weitere muss man sich selber alles anschauen. Gehen wir auf Downloads und dann sehen wir ja die zwei. Also das sind die PDF-Dateien mit den AT-Befehlen und Datasheet. Öffnen wir ganz kurz den Datasheet. So sieht das aus. So wie das angeschlossen sein sollte. Ganz kurz zu dem Schema hier. Wir sehen, dass wir in dem Modul so ein spezielles Modul hier haben, der komplett LoRa-Modul ausschaltet. Deswegen ist die Stromaufnahme so niedrig. Ja, jetzt zu den AT-Kommanden. Die AT-Kommanden sollte man sich auch genauer anschauen. Gehen wir ganz kurz. Wohin AT-Adresse? Network-IDs. Es gibt ja bis zu 15 Geräten kann man in einem Netzwerk anbinden. So, welche Band verschickt wird. Welche AT-Parameter kann man hier sehen? Wir sehen ja, es gibt ja insgesamt 4 AT-Parameter. Kodierung, Band und ja, empfohlen wird, wenn die Parameter für Kommunikation. Die Parameter habe ich auch in meinem Test benutzt. Das ist für die maximale Funkleistung. Sag aber, dass ich 40 Sekunden es ist 40, es hat 40 Sekunden gedauert mit den Parametern, bis ein Paket versendet wurde. Das hat ungefähr weniger als eine Sekunde gedauert. Bei denen hat es 40 Sekunden gedauert, ein Paket. Ja? Dann sehen wir bestimmten AT-Kommanden, AT. So kann man den Modul resetten. So wird der Sleep-Modus geschaltet. Nicht irgendwelche Pins, nur AT-Kommande. Comport-Anbindung über Comport-Interface zeige ich euch jetzt. Sehen Sie, das ist der Comport-Interface. Das, was ich euch gesagt habe, direkt, das ist jetzt direkt an meinem Computer angeschlossen. Aber ganz kurz zu den AT-Kommanden wollte ich noch was sagen. Hier kann man, das sind 125 kHz Standardanstellung, Coding Rate, Fehlerkorrektur. Das sind die Parameter nochmal. So werden die Parameter verschickt, das was da oben war. Noch einmal. Das sind die Standardmodulationen für meinen Modul. Und das ist für 433 Modul. 868 MHz, man muss es immer wieder versenden. Wichtig ist, hier steht es, die AT-Kommanden kann man abspeichern. Die Funkmodulation kann man aber nicht abspeichern. Man muss es immer wieder neu versenden. Es wird nicht gespeichert. Das ist ein negatives, etwas Negatives bei dem Modul hier. Netzwerk zu der Verschlüsselung, ganz wichtig. Problematisch ist es, dass der Modul den Schlüssel nicht abspeichert. Das heißt, jedes Mal, wenn der Paket verschickt wird, wird der Paket mit dem Code verschickt. Und wenn man physischen Zugang zu dem Modul hat, dann kann man den Code immer abfragen. Und ja, so sicher ist das eigentlich auch nicht. Funkleistung kann man hier auch anstellen, auch mit den AT-Kommanden. Alles läuft, wie gesagt, über die AT-Kommanden. Das ist einer der Befehle, die man verschicken kann.
Ja? Gut, also ich zeige, hier sieht man ja, das ist die Adresse, das ist der Band und das ist der Datasheet, der Text an sich in ASCII-Format. So wird das verschickt. So wird das empfangen mit dem zweiten Modul. Man muss sich hier alles genau anschauen. Das sind die Standardeinstellungen, Presets, die bei dem Modul gespeichert sind. Reset und Fehler, die man rauslesen kann. So, zudem habe ich was gesagt. Wichtig ist, dass man sich alles nochmal genau anschauen soll. Jetzt habe ich auf meinem über so einen TTL-Konverter habe ich direkt den LoRa-Modul angeschlossen. Das ist das Bild, so wie das angeschlossen war. TX habe ich zum RX, RX zum TX und so haben wir die Kommunikation. Ja, so ist es verbunden. Dann habe ich den Arduino IDE gestartet und den COM-Port gefunden, mit dem das Ding kommuniziert. Das ist jetzt COM-Port 20. Und schon können wir die Befehle versenden. Welche waren das? Es ist schon alles da. Ja, zum Beispiel das hier. Wir versenden das alles. Gehen wir da rein. Und dafür habe ich einen SDR-Empfänger hier. Im Standardeinstellungen waren das 915 MHz. Ne? Wir werden das jetzt versenden. Verkleinern wir es ein bisschen. Dann senden wir. Wir sehen ja, wie das versendet wird. Noch einmal. Das ist im Standard. Ausführung 915 Megahertz. Das heißt, dass ich jedes Mal Paket, welche Paket, wie Paket versenden wird, muss ich das immer zeigen. So, jetzt habe ich auf meinem, schalte mir das alles aus, und ich habe hier auf meinem Tisch so ein LoRa-Modul mit dem Powerbank schon verbunden. Und der funkt im 886er Bereich. Sekunde, ich muss das alles anschließen. Schalten wir SDR-Empfänger. So, jetzt müsste das funktionieren. Und so sehen wir wie das verschickt wird. Hier. Ja. Und da gibt es eine LED, an dem zweiten Arduino habe ich eine LED angeschlossen und so habe ich die Reichweite getestet. So, ich möchte jetzt noch zu der Reichweite und den Sketches, die ich verwendet habe, ein paar Wörter sagen. Auf GitHub habe ich zu Reax-Modulen eine Seite gefunden und da gibt es zwei Sketches für einen Transceiver und für einen Receiver, Transmitter und Receiver. Hier kann man die Sketches runterladen, original. Ich habe die Sketches ein bisschen für mich umprogrammiert. Ich habe in der Schleife hier die Verzögerung auch programmiert, 2000 Mikrosekunden, Mikrosekunden, Millisekunden. Und das Teil habe ich einfach ausgeschaltet. Ihr könnt das immer wieder reaktivieren, das Teil. Dann könnt ihr das mit den Tasten, die LEDs umschalten. Und so etwas hatte ich dann auf meinem, das was ich jetzt hier auf dem Tisch habe, so eine Konstruktion habe ich bei mir gehabt. Das ist jetzt der Transceiver, das ist der Empfänger, das ist der Transceiver. Oder umgekehrt. Ne, das ist der Empfänger, das ist der Transmitter. Ja, und wir sehen, ich habe das gerade angeschlossen, wir sehen, dass die
LED geblinkt. Das ist mit 2000 Millisekunden Verzögerung. Das, was ich da im Loop programmiert habe. Und so habe ich die Reichweite getestet. Gehen wir da rein. Und ich wohne in Ostfildern. Hier auf dem Baum habe ich den Transceiver versteckt. Das ist ein Berg hier. Und man muss nur den Berg hier runterlaufen. Dann bin ich einfach weiter gelaufen. Ungefähr bis zu der Strecke hier, bis zu der Straße hier, hat das einwandfrei funktioniert. Also das ist mit den Standardeinstellungen, die hier einprogrammiert waren. Also falls jemand mit den Modulen rumspielen will, kann man das, die Einstellungen so programmieren für maximale Sendeleistung oder so. Aber man muss ja bedenken, dass es auch erlaubt sein sollte. Ich weiß nicht genau, welche Funkmodulationen hier in Deutschland erlaubt sind. Erstmal nachschauen und dann programmieren. Ja? Ich habe jetzt mit den Standardeinstellungen das alles getestet. Und dabei habe ich fast mehr als 1 Kilometer Reichweite erreicht. Das Sketches und alles und die Links zu den zu der GitHub-Seite findet ihr unter meinem Video. Abonniert meinen Kanal, unterstützt mich bitte mit einem Like oder einem Kommentar unter dem Video. Ich würde mich freuen auf eure Rückmeldungen. Mir bleibt es jetzt nur zu sagen, bleibt gesund und munter, Leute. Ciao.